Speicher voll. Das ist aber nur ganz leicht, da muss nichts zwischen. Quatsch. Quatsch. Mach das Ding da bitte dran. Bitte lassen Sie dort nur Fachleute dran. Gerissen wird sie nicht sein, aber ey Alter, aber man hat ja schon gesehen in dem Video, das ist eine andere, die ich vorher hatte, war eine andere, die alte. Wieder dieses Eigenmächtige. Da steckt bestimmt in der Bedienungsanleitung im Fernseher das Ding. Ne, der schaltet den ja frei, aber hier haben wir ja einen Versatz. Der hat darüber gerutschelt. Habe ich jetzt was gefunden, was euch alle den Nerv des Lenkrades genommen hat? Oder war das Video doch? Ist das kein Schmerzensgeld für dieses Video? Er hat sich schon ein bisschen verstellt. Ist egal. Das sehe ich jetzt auch so. Man hat ja hier oben den Zentrierdurm. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Und dann gleich Ping. Komm, mach gleich fest. Siehst du, klackern ist weg. Halt China-Schwarz. Naja, die ist schon gut. Gegenüber irgendwie ein neues Lenkrad für 100, für 250 Euro.
Ich habe ja eine Markierung gemacht. Komm, wir wollen mal gucken. Ja, es macht nichts. Stell ihn mal auf 47. Ich glaube aber nicht, dass sich da überhaupt etwas tut. Ein kleiner Tack noch hinterher. Ja genau, kaputt. Kaputt. Die hat sich wo ich das rausgenommen hat die sich weggedreht. Aber das Geräusch war weg. Kaputt. Nochmal 25 Euro weg. Ich habe es da drin schon irgendwie, ich habe irgendwas bei weiße Streifen gesehen. Trotzdem ist das Ding scheiße. Ich kaufe das nicht mehr nochmal. Scheiß Dreck. Der Verkäufer erstmal einen Einlauf. Ich brauche meine Lampe. Es stoppt. Es stoppt auf 4. Machen wir mal voll. 1 Umdrehung. 2 Umdrehungen. Jetzt sehe ich das Loch. Eine Umdrehung. 2 Umdrehungen. Es müsste stoppen. Da liegt noch ein kleiner Plastikknupsi drin. Vielleicht war der das. Vielleicht habe ich auch mal Glück im Leben.
Das ist auch nicht gut, wenn der da reinfällt. Das ist auch nicht gut, wenn der da... Da hinten liegt ein Dyson. Den mache ich aber vorher leer. Dumme Jacke hier. Hat er nicht genug Power für. Ich muss es hier abdichten. Also es kann normalerweise von hier gar nicht in die Airbag-Spirale reingefallen sein. Das liegt da wahrscheinlich irgendwo unten drin. Das kann dann nur höchstens hier runter. Komm, ich drehe mal eben. Soll das wohl noch gut gegangen sein? Ich wäre schon weiter. Es waren noch zwei. Junge, 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 Alter, echt. Sieht man am Loch. Das hier, das Weiße da drin dreht sich nicht gleichmäßig. Kann ich in die Airbag-Spirale reingefallen sein.
wolltest noch mit Geweih, ne? Du wolltest noch mit Geweih, ne? Du brauchst nicht zählen. Du brauchst nicht zählen. Hier ist das Loch. Eins, zwei, Schluss. Eins, zwei, Loch. Eins, zwei, Stopp. Eins, zwei, logisch, 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 logisch. So, jetzt machen wir noch einmal eine vernünftige Bedruckung. Eine vernünftige Bedruckung. Ich baue das nicht mehr. Das nicht. Weil das dauert nicht sowieso im Plastik mit dem Juckt. Eine Stunde da, das Plastik hin. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingeschmissen habe. Den Haken. Im Fußraum, ich bin noch umweltfreundlich. Der Wahnsinn in immer neuen Dimensionen, dort wo die Zeit leichter werden. Ach ja, hat er schon. Hat er schon Dauerstapel. Hat er ja schon. Rausgezogen. Komm, ich zeig das eben mal. Das Video läuft ja scheiße lange. Ich glaube, das hat sogar gerade am USB gefunkt. Ich glaube, Google hat mir ein Update geschickt. Ich krieg gleich einen Stromschlag oder der Akku explodiert. Dahinter. Ja, kann man es doll sehen. Da war das kleine Plastikteil und das ist hier jetzt irgendwie runtergefallen. Wir werden es erfahren. Es stellt sich aber eine gewisse Freude ein. Ein gewisses Erfolgserlebnis, dass das Ding doch nicht kaputt ist. Aber es hat so geknackt. Sie ist nicht so weggesprungen. Die Airbag-Spirale ist nicht losgesprungen. Das hätte ich ja auch gesehen. Ne? Das hätte ich ja auch gesehen. Ich baue den Bums zusammen. Schon wieder durch, der Mann, echt. Schon wieder durch, ja, das brauche ich jetzt nicht filmen hier, Stecker und auseinander. Es passt nur einmal. Die Stecker, wenn man die rauszieht, muss man die hier raus hochhebeln. Von den Airbags, von den zwei Zündstufen. Und die werden natürlich vorher verriegelt über das Steuergerät. Das sagt der, der die Batterie gar nicht im Auto drin hat und das Steuergerät gar nicht im Auto drin ist. Hm, was machen wir denn dann? Stromlos ist schon mal was, aber... Der soll ja auch seine eigenen Batterien haben.
ja schon mal gesehen, wenn der Feuerwehrmann im Auto sitzt und durchs Auto kriecht und hat den Unfaller aus dem Wagen gezogen und kriegt selber einen vom Airbag verpasst und liegt ein paar Tage im Krankenhaus. Aber das war's. Das Kratzen ist von der nicht gut umgesetzten Sicherheitsverriegelung. Die müsst ihr entfernen. Und am besten so, dass es nicht auseinanderbricht. Oder am besten darauf achten, ein Airbag zu kaufen, wo ein krummes Lenkrad dran, wo der Reifen schief ist. Der gezeigt, wie ist der Reifen schief? Gezeigt. Scheiße, was muss ich dazu sagen? Ist doch scheißegal. Was für ein Aufriss. Und habt ihr schon mal bei Leuten im Auto gesessen vom Renault und der hat immer gelenkt? Was ist das Klappen denn? Auch eine. Hat er gesagt, das ist so. Ich bin schon weit drüber. Nicht weit drüber, aber ich habe den auch auf Null gestellt. Dann kann er nicht knacken. Das passt 10 Minuten nach. Noch nicht Viertel nach. Ist noch nicht Viertel nach. Die Notreserve im Arm geht noch. Die Notreserve, das was nicht stimmt, die geht noch. Jetzt steckt den Bums zusammen. Warum sind hier überhaupt so viele Stecker? Warum sind hier so viele Stecker? Oh, ich habe meine Brille wieder gefunden. Beim Zünder kann man auch nicht verkehrt rum reinstecken. Wäre schlimm, wenn es so ist. Nee, die sind kodiert. Der eine hat einen links, einer hat einen in der Mitte. Der eine hat einen in der Mitte und der hat einen links. Der hat links, der hat einen in der Mitte. Das heißt, der blaue ist ja sogar Farbe. Der blaue, der kommt dahin. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Das hätte jetzt anders. Ich hoffe, Sie haben das nicht richtig. Ich hoffe, Sie haben das richtig angeklemmt. In China. Ich hoffe, Sie haben das in China richtig angeklemmt. Ja, ist so. Ja, weil der blaue ist jetzt hier. Aber ich weiß nicht, ob das Ding auch erkennen würde. Dann kriegst du beim leichten Unfall die kleine Stufe in die Fresse. Nee, beim kleinen Bums kriegst du die kleine Stufe in die Fresse. Und beim großen ist egal. Und die zwei Stufen sind ja erst so da. Du fährst erst irgendwo gegenüber in den Graben rein. Einmal bumm gegen kleinen Baum, bumm, patsch, die kleine Stufe und dann kommt die große Stufe. Wenn du die natürlich vertauscht hast, ist scheiße, ne? Ich guck nochmal. Grün. Hat sich wahrscheinlich dann irgendeiner auch schon mal beschwert. Komisch, hier ist auch so ein Masse-Ding, aber den habe ich nicht gesehen. Masseanschluss. Also erstmal machen wir mal die blöde Hupe. Die blöde Hupe der Schleife kommt hier oben. Freue nicht zu verpflegen.
Wenn die Hupe nicht geht, wirst du das schon merken. So schwer, so leicht, so scheiße hier. Was nervt mich doch nicht. Nimm den Stecker doch einfach mal eben ab hier. Was hier los? Warum willst du denn nicht? Willst du mich noch ärgern? Warum willst du mich jetzt noch ärgern? Da hat sich nachts. Willst du mich aber auch ärgern, Alter? Ja, Kontakt hatte. Ja, der sitzt auf Anschlag. Kann sein, dass der Raster hier, der auch schon den Raster vertagt. Den Rasterfahrer gemacht hat. Ich weiß ja nie, wer da vorher dran war. Ja. Hauptsache, er wird mich nicht irgendwie noch nerven. So, das Widerstandskabel, das ist ja wie gesagt nur ein zweiatmiges Kabel. Oder das ist, nee, das ist die Masse hier. Ich habe einen Schreck gekriegt, dass er kein Tempomatenkabel hat. Hier ist auch noch so ein Massekabel. Gibt es nochmal so rum und so rum und unten und oben und in der Mitte und andersrum. Nein, das Tiefe nach unten. Bitte nicht. Da sitzt es auch nicht richtig. Das hat auch nichts Richtiges hier. Die Scheiße hier. Einmal hier ein bisschen nachziehen. Dann nimm ihn doch einfach raus hier, dieses scheiß Masse-Ding. Ah, guck dir diesen Dreck hier an. Da brauche ich nicht so ein... Alter, ey. Sag mir bitte nicht. Auch einer mit einer Rastung. Das ist einer mit einer Rastung, der aber nur rastet, wenn das Kunststoffding knapp am Rand ist. Doch einfach ab, echt.
soll der Scheiß? Das ist doch einfach. Das ist nur eine Masseverbindung. Da wird keiner weinen. Vor allem fürs nächste Mal. Komm, ich lass das Ding weg. Du musst den ja irgendwann auch mal wieder rauskriegen. Jetzt ist er verriegelt. Zeige ich gleich. Die habe ich schon mal gemacht. Dieser Plastikstecker für die Masse, den kriegst du ja auch nur raus, wenn du das anhebelst. Deswegen ist das für mich ein bisschen unlogisch, warum dieser Stecker, den hätte ich jetzt reingekriegt, das hätte ich jetzt fachgerecht und sachgerecht eingebaut gekriegt. Wenn ich jetzt hier hinten mit einem Schraubenzieher drauf gedrückt hätte, aber dann hättest du wieder das Problem gehabt irgendwann mal, wenn du den Stecker rausziehen willst, dass du eigentlich hier das Ding ein bisschen anheben musst. Ja, vielleicht für als Tipp für alle anderen, schraub doch die Schraube raus und mach das da ab. Dann hast du deinen schönen originalen Stecker dran. Jetzt gucken wir mal eben, ob die noch Masse hat. Also könnte ich als Tipp geben. So, hier die Stecker, der wird hier auch irgendwie reingefrickelt. Und wie gesagt, die Airbags, die werden aufgehebelt. Aber aufpassen. AP steht da. Das hat das ist Onkel AP gewesen. Jetzt können wir auch langsam mal Schluss machen. Jetzt haben wir 5 Stunden. Unten die Schrauben sind alle festgezogen. Traggelenke noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir alles abgehakt.
Da muss doch nichts zwischen, macht kein Geräusch. Vielleicht suchen wir festhalten, falls er hochgehen sollte, dir nicht die Hand geben, dann gebricht er. Null fünf, das ist noch der erste, also nicht irgendwie Rückruf oder so. Erstzulassung 10.2005. Du, vom 5 Jahren ging das einfacher, da war ich noch gelenkig. Leute, könnt ihr das Kabel nicht ein Stückchen länger lassen? Wie gesagt, das ist ein Nachbau. Das ist ein Nachbau, da ist alles. Hier steht noch FCI an den Steckern dran. Wie gesagt, achtet auf das krumme Rad. Das krumme Rad ist für Qualität. Sind zwei.
verrückt. Es ist verrückt, Alter. Es ist echt verrückt. So ein Stück kürzer. Der kriegt eine Bewertung, das sage ich dir. Dass das nicht nur die von der kleinen, von der Scheiße die größere Scheiße ist. Ist so. Zwei Zentimeter können das Leben verändern. Und wenn dieses Video, wenn das Airbag drin ist, dann stoppe ich das Video und dann mache ich heute Feierabend. Dann mache ich heute Feierabend. Denn mir reicht es nicht. Schönen Dank. Und nur weil das scheiß Kabel zu kurz ist. Ein Stück zu kurz ist. Der meldet sich schon. Ist aber alles gut. Ich bitte nochmal die Kabel hier einmal ein bisschen runter. Hier ein bisschen runter, nicht dass die an der Auflage den Anschlag von der Hupe. Der sitzt hier, der Anschlag von der Hupe. So ein bisschen runter damit. War keine zwei Umdrehungen, aber ich habe hier schon zur Sicherheit ganz langsam. Wenn es gleich ein bisschen spannt, dann kann das noch gerettet werden. Das sehe ich nachher erst, wenn ich das Steuergerät angeklemmt habe. Airbag-Fehler schmeißt er sowieso vom letzten Mal. Wenn die Airbag abgerissen ist, den schmeißt er erst nach 40 Mal an und aus wieder raus.
Wir gehen noch einmal in die totale und die Geräuschanalyse. In die totale Geräuschanalyse. Ne, das OBD-System. Das ist, hat ja einen festen Standard. Da sagt, die schwerwiegendsten Fehler, selbst die schwerwiegendsten Fehler werden nach 40 Motorstarts oder Routinen gelöscht. Deswegen habe ich einmal eine neue Glühkerze reingebaut. OBD-11 ausgelesen, den Tiguan hier. Glühkerze ausgelesen. Hat er sich eine neue reingeschraubt. Habe ich gesagt, brauchst du nicht löschen. Geht irgendwann, der geht irgendwann. Aber komisch, dass da so ein Knacken drin war, dass man das musst du mal in der Rezension lesen. Das war das billigste Ding von eBay. Boah, hier müssen wir aber noch ein bisschen mit Chrom polieren nachher. Das mache ich aber, wenn keiner zuguckt. So, ich mache jetzt Schluss hier heute. Das sind, glaube ich, 3 Stunden. 2,5 Stunden Airbags. Und tschüss.